Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Heyday Box von Fiddler Scream. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Heyday von Fiddler Scream. Das Ganze am 8. März 2019 erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Es ist eine Metallbox. Hier oben lesen wir einmal den Namen der Band Fiddler Scream. Dann haben wir hier unten den Albumtitel Heyday. Und dann haben wir hier einen Totenkopf mit einem gelben, mit einem blonden Bart. Erinnert mich ein bisschen an so einen Totenkopf, also von einem ja, Kobold, irischer Kobold, Leprechaun, so heißen die ja. Und dann haben wir hier diverse Symbole noch eingearbeitet in diesen Kopf. Also unter anderem hier Hufeisen und Kreuze, also so Keltenkreuze und vierblättrige Kleeblätter und Harfen. Also alles mit starkem Irlandbezug. Das Ganze dann hier rundherum dann noch mit solchen Ornamenten verziert, was man auch dazu sagen muss. Ich weiß nicht, ob das hier rüberkommt, aber der Kopf hier ist entsprechend nach außen gewölbt. Also das ist hier geprägt und man kann hier wirklich das alles erfühlen. Ist auf jeden Fall hochwertig verarbeitet. Hier unten haben wir dann nochmals den Kopf. Rechts lesen wir Fiddler Scream Heyday. Oben nochmal der Kopf und links ebenso wieder Bandname plus Albumname. Auf der Rückseite ganz schlicht zu diesem Graubraun gehalten. Und dann haben wir hier noch die Beteiligten und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze lässt sich hier aufklappen. Okay. Ah, also hier als Zwischenebene haben wir hier so ein Blechschild. Das ist auch schon der erste Boxinhalt. Sehr schön. Dann haben wir hier Postkarten, also solche Fotokarten. Das Album an sich im Digipack. Eine Uhr. Ah, okay. Eine Uhr. Ja, Typ IKEA, also zum selber zusammenbauen. Eine Fahne. Ein Patch. Und dann haben wir hier noch, das dürfte wohl die Befestigung sein für die Wand, um die Uhr dann aufzuhängen. Alles klar. Gut, von innen die Box in Silber gehalten, also klassisch hier so in diesem Metallic-Silber. Hier sieht man jetzt nochmal, wie das Ganze hier geprägt wurde, also sowohl die Schriftzüge als auch der Kopf hier. Sehr schön. Dann packen wir die Box mal zur Seite und holen mal die Sachen aus der Folie. So, einmal die Fahne und dann das Album an sich. So. Und dann starten wir auch gleich, wie immer, mit dem Album an sich. Es ist ein Digipack, vom Design her sehr ähnlich wie die Box. Wir lesen hier wieder Fiddler Scream und Heyday plus eben diesem Totenkopf hier. Auf der Seite lesen wir auch wieder Bandname plus Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 15 Stück an der Zahl. Plus wir haben hier noch etwas zusätzlich. Was lesen wir hier? The Punk Sessions. 7 Tracks. Okay, also dann kommen wir auf insgesamt 15 plus 7, 22. Beteiligte plus Barcode. Dann werfen wir mal einen Blick ins Innenleben. So, hier haben wir einmal die 6 Herrschaften der Band. Also die Bandmitglieder hier abgelichtet. Hier dann auch nochmal. Sieht so aus wie... ja, wie eine Couch, wie ein Sofa, um das sich hier die Leute versammelt haben. Das Ganze geht dann hier auf, sowohl links als auch rechts. So, hier haben wir nochmal Artwork zu dieser Bonus-CD, nämlich The Punk Sessions. Aber wir starten mal mit dem Album an sich, beziehungsweise mit dem Booklet. So, jawohl, so gefällt mir das. Wir haben hier die Tracklist einerseits, also wir haben hier eben die einzelnen Tracks durchnummeriert, aber wir haben auch pro Track hier die kompletten Lyrics erfasst, sehr schön. Das Ganze dann noch hier unterlegt mit Fotos.
Sehr schön. Jawohl, also Fotos sind dabei und jede Menge Text, um hier wirklich jedes Lied, jede einzelne Zeile mitlesen zu können, nachlesen zu können, mitsingen, was auch immer. Dann haben wir hier eine Doppelseite Credits, also alle, die an dem Album beteiligt waren, die mitgewirkt haben. Und zum Abschluss gibt es dann hier nochmal die Tracklist. So, sogar hier auf der Innenseite, also das ist echt die Teilarbeit, sogar hier, wenn man das sehen kann, innen ist hier auch noch ein Kleeblatt und hier auch nochmal das Bandfoto. Also sogar die Innenseiten dieser Stecktasche hier mit Fotos ausgestaltet, nicht schlecht. Das Album, die Album-CD sieht dann so aus. Auch wieder hier in dieser Totenkopf-Optik. Dann haben wir die Bonus-CD. Wie gesagt, The Punk Session nennt sich das Ganze. Und hier auf der CD haben wir dann wieder die 6 Bandmitglieder abgebildet. Ebenso wie hier rechts. Gut, schönes Digipack. Dann haben wir mit dabei Fotokarten. Nachdem wir 6 Bandmitglieder haben, haben wir hier dann auch 6 Fotokarten. Also Stefan, Frank, Rainer, Albi, Pat und Tobi, die 6 Mitglieder der Band. Und wir haben hier dann auch noch so Sprüche dabei. Also jedes der 6 Mitglieder hat sich dann hier noch für einen Spruch entschieden. Ich erspare euch jetzt mal alle, aber einen lese ich euch vor. Hier lesen wir: Life is when you look at it, sometimes nice and sometimes shit. Ja, dem ist wohl nichts hinzuzufügen. Hier unten lesen wir dann wieder Album, Titel plus Bandname. Und das Ganze ist auch auf der Rückseite hier in diesem Postkartendesign. Also die sind sehr groß, deutlich größer als so reguläre Postkarten. Aber trotzdem könnte man die, wenn man möchte, verschicken. Wenn man die hier oben frankiert und entsprechend befüllt, kann man die hier durchaus versenden. Ich werde meine natürlich behalten. So, dann haben wir einen Boxinhalt dabei, den ich so auch noch nie gesehen habe. Wie gesagt, anfangs dachte ich echt, das wäre irgendwie so ein Trennboden. Aber es ist tatsächlich so ein Blechschild. Und nicht nur ein Blechschild, sondern jetzt, wo ich hier das Loch sehe, checke ich das erst richtig. Es ist in Kombination mit diesem Stück hier, um mit diesem zu verwenden. Bedeutet, ihr könnt euch eure Uhr zusammenbasteln. Und zwar nicht einfach nur, wie ich anfangs kurz dachte, hier mit diesem Ding an der Wand, sondern mit Hilfe dieses Blechschilds dann auch wirklich eure individuelle Fiddlers Green Uhr. Bedeutet, das Ganze hat hier hinten einen Platz für eine Batterie, die befüllt man dann entsprechend. Dann kann das Ganze hier durchschauen, ist dann das Uhrwerk. Und dann haben wir hier dieses kleine Plastikbeutelchen hier mit Sekundenzeiger, Stundenzeiger, Minutenzeiger und diesen anderen Teilchen. Und dann kann man das hier entsprechend drauf machen und dann hat man hier seine eigene Fiddler Screen Heyday Uhr an der Wand hängen. Sehr schön. Und passend dazu hat man auch noch diesen Haken hier, mit dem man dann hier das Ganze an die Wand befestigen kann. Ja, also auf jeden Fall ein sehr eigener oder ein sehr ungewöhnlicher Boxinhalt. Habe ich in der Form echt noch nie gesehen. Und falls man das Ganze vielleicht nicht als Uhr verwenden möchte, könnte man natürlich auch, so wie ich es ursprünglich kurz vermutet hatte, nur das Schild hier aufhängen. Also ist natürlich auch eine Möglichkeit ohne die Uhr. So, dann haben wir noch einen großen Inhalt. Und zwar haben wir hier eine Fahne. So, schauen wir mal, wie das Ganze gehört. Wahrscheinlich umdrehen. Jawohl. So. Und auch hier, wie sollte es anders sein, haben wir wieder den Totenkopf hier riesig. Oben darüber lesen wir wieder Fiddler's Green. Darunter lesen wir den Albumtitel Heyday. Die Fahne ist im Querformat und echt riesengroß. Und auf den Enden oben links und rechts haben wir dann hier im Eck jeweils eine Metallöse, um das Ganze entsprechend aufzuhängen. Und bei dieser Fahne handelt es sich um ein Produkt von 4Merch, 100% Polyester. Jawohl. So, dann packen wir die Fahne mal wieder zusammen und kommen zum letzten Boxinhalt. Wenn ich die Fahne noch kurz zusammenlegen
es schaffe, sie zusammenzulegen. Ja, ich falte es jetzt nicht anhand der Linien, aber einfach mal ein bisschen hier kleiner. Jawohl. So. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier einen Patch, einen kreisförmigen Patch in so einem ganz zarten Grün gehalten. Darüber lesen wir wieder den Bandnamen und dann haben wir hier wieder diesen Totenkopf. So sieht das aus. Kann man sich dann entsprechend aufnähen oder aufbügeln, je nachdem, wie man möchte. Schönes Ding. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Patch in Kreisform. Dann hier die Utensilien für die Uhr, also die Zeiger und die zusätzlichen Materialien hier, um das Ganze dann zu fixieren. Der Haken, das Uhrwerk, aber in diesem Fall eben noch ohne Batterie. Das Ganze dann in Kombination mit diesem Blech, mit diesem Aluschild hier als Uhr zu verwenden. Dann haben wir die 6 Fotokarten hier, jeder der Bandmitglieder hier im Querformat auf dieser Fotokarte abgebildet. Mit einem Sinnspruch. Dann haben wir die Fahne im Querformat und natürlich das Album an sich, Heyday, im Digipack mit 15 plus 7, also 22 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Heyday von Fiddler's Green. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Fiddler's Green unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.